Jo, heidi dödi, liebe Freunde, eine weitere Runde im Borderland. Es hört nicht auf, es wird nicht weniger. Oh Mann, wie schelmisch ich das sagen kann. Ja, wir haben hier Janestown, das Chaos beseitigen, was wir angerichtet haben, indem wir den Banditen zugestimmt haben. Das Kreis des Gemetzels und drei aller Rauchsignale in Old Haven. Ich sage einfach mal, wir haben Scheiße gebaut, also wenn wir Scheiße wieder entbauen, wie auch immer das möglich ist, und kümmern uns jetzt um Tyler Cobb, der in Rust Commons East war, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Ernsthaft nicht. Ich glaube schon. Nun gut. Wie versprochen benutze ich jetzt auch die Teleportationsstation. Ja, direkt zum Start sind wir richtig zügig zu... Gaga! Viel kann man ja hier nicht sagen, wir haben Scheiße gebaut. Taylor Kopf war ja ziemlich köpfisch und Pierce hat gesagt, oh, das ist ja, das war nicht so ein feiner Kerl, das war das schlimmere Übel. Naja, jetzt müssen wir uns auch noch um das schlimmere Übel kümmern, kann sie ja nicht selber machen. Und hier sind wir jetzt. So, wie gewohnt machen wir alles auf und wie gewohnt sage ich jetzt wieder, eigentlich haben wir ja genug. Sag ihr, dass sie zu mir nach New Haven kommen soll. Woher sie ihre Sachen auch kriegt, ich kann ihr einen besseren Deal machen. Ja, das müssen wir bestimmt nicht, Marcus. Wir müssen bestimmt nicht zu ihr und besseren Deal und bla. Hey, ich bin Scooter. Der Name kommt von meiner Schwester. Deine Schwester ist bestimmt auch deine Mutter. Och, ich hab... Ah! Buggy! Nein! Boah. Nee, das darf doch nicht. Also ehrlich, diese Buggies, ich könnte Scooter dafür prügeln. Und wer dazu natürlich auch. Mann. Steigst du ein und hängst dann hier fest, weil du einmal auf den Boost-Knopf gekommen bist, ey. Es ist nichts. Was ist das jetzt? So. Dann nehme ich mir halt ein neues. Sind ja kostenlos und unendlich viele verfügbar. So, benutzen. Fahrzeug generieren. So. Zweiter Versuch. Diesmal bitte nicht über die Schanze. Ehrlich. Mann, Buggy, lass das. Fahr, wenn ich dich für richtig halte. Ja. Mann. Das Ding ist aber auch manchmal echt eine Krücke. Und ich bin der professionellste Fahrer überhaupt. Ach, wir müssen ja eh da drüber. Janestown wartet ja bereits auf uns. Und ich... Oh. Boah, knallharter Feuerschleimer, den wir gerade mal schön überrollt haben. Mit den Tonnen, die dieses Fahrzeug wohl wiegt. Schleimmus haben wir produziert. Schleimmus. Ah ja, professionell wechsle ich das Geschütz. Zum Geschütz hin und wie auch immer. Jetzt müssen wir uns nochmal hier reinbegeben. Nun sind hier stärkere Gegner, sogar mit Scharfschützen, die schon auf uns schießen, wie wir gerade gesehen haben, obwohl die gar nicht uns... Ach, Geschütze sind auch noch da. Ja, das ist ja allerliebst. Und jeder zweite Schuss wird ein Treffer, habe ich gerade erst gesehen. Nicht von uns, sondern von dem Geschütz. Einfach draufhalten, einfach draufhalten. Das Geschütz nimmt so wenig Schaden, dass es wirklich allerliebst. Komm, mach mal den Platz, dann können wir schneller schießen. Alter. Ne, alte Feuerrate, ne? Hilft ungemein. Nur blöd, wenn er außer Anvisierung rausgeht, obwohl ich die gedrückt halte. So, komm, brenn. Bandit, brenn. Es ist wirklich absolut klasse. Also ich meine, die orangenen Waffen sind wirklich absolute, grandiose Klasse, weil sie sehr effektiv sind. Und wir haben jetzt... Alter! Taylor, das wirst du bereuen! Ich versprech's dir. Mann. Ups. Ui, das war aber knapp. Ja, zumindest sah er ausgebrannt.
Und diese blöden Geschütze nerven aber auch endmäßig sehr. Ja, Salvenschießen bringt ja auch sehr viel. Benutzen wir unser Geschütz. Ich weiß, das ist jetzt sehr uneffektiv, weil hier auch nichts steht, was das Geschütz machen kann. Jedoch heilen wir dadurch. Und das ist ein Vorteil, den wir doch nutzen können. Na, so jetzt ist der Geschütz natürlich hat wieder voll das Schild. Oh, Alter, das nervt. So, endlich kaputt, das Ding. Zumindest keine Wertarbeit. Für unser Wohlwollen ist es auch besser so. Scheint hier nicht viel los zu sein. Naja. Als hätte ich das nicht schon geahnt. Hallo, Banditen! Und rechts kam nichts. Gut, noch nicht. Ich befürchte, dass gleich da wirklich noch was kommen wird. Oh, da oben sind zwei seltene Kisten. Aha. Naja, Waffenkisten. Selten. Hm. Darüber lässt sich streiten. Aber es sahen noch zwei aus. Ach nee, war nur eine. Oh, hallo. Schläger, Schläger. Komm, brenn ab, alter Fackelmann. Da hinten, da haben wir noch zwei. Da können wir noch eine Granate hinwerfen. Wenn wir eine hätten, wäre natürlich sehr schön. Nur rein zufällig haben wir gerade keine. Aha. Okay. So. Und da ist ja noch so eine Waffenkiste. Hey Schläger, brenne, brenne. Komm, fühle das Feuer der Hölle. Schon zur Lebzeit. Naja, wir können ja nichts mit... Alter, warum sind die so vielen Sachen denn genauso stark wie das, was wir haben gerade? Ist der Generator, der Zufallsgenerator hier gut oder was? Naja, nichts Wertvolles an Waffenmaterial. Kurzer Blick hat mir da schon gereicht. Ja, bestimmt, Roland. Ganz, ganz, ganz sicher. Und wisst ihr was? Das ist bestimmt klar. Klar wie Kloßbrühe, nicht wahr, Roland? Nicht wahr, alter Roland, alter? Hallo, brennende Banditen. Naja, von Natur aus brennen sie nicht, auch wenn sie sonst immer Feuer und Flamme sind. Aber dafür haben wir ja unsere ganzen Goodies und Tools, denen wir den Banditen auf eine feurige Art und Weise mal nachhelfen können. Ach, immer die Schläger. Cool, ich habe viel Muskeln, aber halt nicht viel mehr aus. Ja, komm, ich mach. Das ist ja immer noch da. Wie schön, dass die Munition da gleich leer ist. So, zack. Von Knack und Back. Also gucke ich jetzt doch mal hier in die Automaten. Hier wird wahrscheinlich wieder nicht viel drin sein. Und wenn ja, können wir das nicht mitnehmen, weil wir voll sind. Ha. Das ist doch mal eine Alternative, die sich lohnt. Och, das ist doch nicht wahr, ey. Die sind ja alle gleich stark. Also, ich meine, die Waffenkits. So, jetzt haben wir auch Granaten. Und ein bisschen mehr Munition hier. Für unsere SMG, die ich... Wofür ist die Tür... Wofür ist die Tür? Und da wird die Tür da montiert. Das kann ja auch nur von Banditen kommen. Die kleinen Genies. So, jetzt haben wir hier eine... Ja, das glaube ich dir, Merkel. So, ich möchte jetzt mal schnell die Chance nutzen und ein paar Sachen hier verkaufen. Nutzt den neuesten Stand der Technologie. Wir benutzen immer das Neueste vom Neuesten vom Neuesten. Und wir haben sehr viele Waffen, die wir eigentlich verkaufen können. Die Alien-Waffen behalte ich. Wir müssen definitiv gegen nackte Haut. Ja, gut. Wir haben ja auch was Effektiveres gegen nackte Haut. Zensurbalken. FKK-Strand. Irgendwo, wo man nicht automatisch hingehen muss, um die zu sehen. So. Aha. Bouncing-Granate. Klingt interessant. Die könnten wir eigentlich mal...
Warte mal, ist das besser als das, was wir jetzt haben? 339, so. Ja, das ist... Ach, das ist deswegen besser, weil wir gerade ein falsches Schild haben. Das ist ja super. Kein Wunder, dass unser Leben sich nicht regeneriert. Mann, man muss immer wieder darauf achten, sonst ist man hier wieder aufgeschmissen und beschissen um sein Leben. Versucht mal nach der Kammer zu streben. Ja, ist ja klar. Ach ja, die haben wir ja letztes Mal eingesammelt, die EQ-Leiser. Sieht aber gar nicht mal so besonders aus. Unendliche Feuerkraft. Klingt interessant. Aber was ich auch mal interessant finde, es erhebt sich. Aber die verkaufe ich jetzt, komm. Ich brauche jetzt keinen Raketenwerfer und den werde ich auch hier nie mehr benutzen. So. So ein Torsch. Ja, das geht. Das kann man verkaufen. Die würde ich jetzt gerne auswählen. Das Feuer, das weg, das weg, das weg. Jetzt haben wir nur noch das, was wir ausgerüstet haben. Übrigens sind orangene Waffen ja scheinbar gar nicht mal so teuer, also so wertvoll im Verkauf. Nur sehr effektiv für den verhältnismäßig kleinen Anteil an irgendwas, an Level oder so. Naja, wie auch immer. Könnte ich ausrüsten? Naja, lasse ich jetzt mal. Weil ich weiß nicht, ob die wirklich so effektiv ist. So, aber ich kann euch versprechen, das war noch nicht alles, was uns hier erwartet an Banditengesocks. An Gesocks sag ich an dieser Stelle, an Gesocks sag ich. Ja. Ja, das war bestimmt der Kerl, der hier die Tür eingebaut hat. Und da die Tür sucht. Das Genie, Arbeiterbandit. Ja, klar, wer auch sonst. Ein Schlägerbandit arbeitet ja nicht. Das machen ja nur Arbeiterbanditen. Ja. Das war so niederschwellig, da wäre man ja fast drüber gestolpert. Ach, jetzt da hinten ist auch nur einer. Schön. Verteilt ihr euch denn mal? Ja, die Kugeln ziehen natürlich alle fein säuberlich an ihm vorbei. Nur ich bin gerade ein bisschen überrascht, hier ist so wenig los. Ah, komm mit! Leg mal eine heiße Sohle auf das Erdblech. Paket.de. Er tanzt das Babybrenner. Bübchen. Wäre doch auch mal ein interessanter Tanz. Dapft man nicht wie auf einem Pferd, sondern mehr so im Galoppel eines sich wiegenden Babys. Ich glaube, da tanzt keiner so wirklich. Egal. So. Oh. Was ist das? Ach, zwei Geschütze. Ach, als hätte ich... Nee. Moment. Wir haben noch was gegen... Raketen, ich vergaß Raketen. So. Jetzt stehen wir gleich dem Kopf vor dem Kopf, sozusagen. So, den Schläger heizen wir mal schnell ein. Und dem komischen Geschütz sehe ich gerade nicht. Bin ich jetzt blind? Warte, ich sehe die Raketen, aber ich sehe... Ach, das ist der Taylor. Hey, Taylor, was geht? Die werden sich freuen. Kritisch, ja. Bruder. Hallo, Schläger. So. Da können sich diese komischen Gesumse da um den Teiler kümmern. Ah, eine violette Waffe. Komm, eingesammelt. Schön. Allerdings Raketenwerfer finde ich jetzt gerade ein bisschen unfair. Und das mag ich nicht, wenn es unfair ist. Dann werde ich auch unfair. Und der schöne Teiler, der hat sich ja gerade noch so bemüht, freundlich zu uns zu sein. Nein, ich werde nicht vor meinen Schöpfer treten. Tritt du zuerst vor ihm. Er erwartet dich bereits. Teiler. So. Ja. Wunderbar.
Bereite dich jetzt auf das vor, was vor dir liegt. Ich melde mich bald wieder. Miss? Ich soll mich auf ihn vorbereiten? Das liegt vor mir. Ach. Immer diese blöden Anmerkungen. Wer ist das überhaupt? Quatscht uns in den Kopf rein und, mach dich bereit. Du hast Tyler Cobb gekillt. Warum? Keine Ahnung. Aber ich muss unbedingt was dazu sagen. Bereite dich auf die Zukunft. Ein Weiser wird kommen. Ja, ja, ein Herr der Ringe wird kommen. Oh ja. Aragorn. Nee, Ergo. Egal, ich weiß den Namen gar nicht. Ja, er wird kommen und euch besiegen. Er ist der Auserwählte als Highlander. Er ist der kleine Hobbit. Er ist der Mann der Männer. Er kann, was andere nicht können. Er ist ein maskulines Männchen. Klingt ja jetzt merkwürdig. Aber egal. Wir müssen raus hier, ey. Ja. Mit Claptrap gesprochen. Ach ja, das ist ja sein Claptrap da oben. Der steppdeppende Heptep. Was? Der Claptrap. Oh, der Claptrap, trap. So, ups. Op. Ach ja, das ist ja der freundliche Claptrap. Den wir gleich wahrscheinlich... Echt. Hui. Hey, hey. Der Buschtrommel. ich meine Telefon. Naja, egal. Aber wir müssen jetzt mit dem schönen Claptrap reden. Dem mehr Waffen innehalten als sonst was. Und ich glaube, der hat Probleme. Denn die Waffen, die in ihm stecken, sind bestimmt nicht von ihm selbst reingesteckt worden. Hey, Arsch. Was auch immer, ich habe gar nichts verstanden, weil die Musik gerade so laut ist. Mach dich bereit. Deine nächste Aufgabe wartet. Sie mag unlösbar scheinen, aber ich weiß, du schaffst es. Ja, du scheinst alles zu wissen. Schutzengel! Finde ein weiteres Kammerschlüsselfragment an der Trash Coast. Hallo. Hindernis beseitigt. Im Hatte unseres Spielers begibt sich wieder ein Claptrap und labert uns zu. Der Schutzengel sprach von einer Herausforderung, die an der Trash Coast wartet. Und Tennis glaubt, dass dort ein weiteres Teil des Kammerschlüssels gefunden werden kann. So wie sich die Dinge bisher entwickelt haben, wirst du dieses mystische Hindernis wohl beseitigen müssen. Bevor du das dritte Kammerschlüsselfragment und es finden kannst und es zurückbringen zu Tennis. Ich habe jetzt was anderes vorgelesen, klar. Ja, gehen wir da mal hin, dann haben wir das direkt als Schnellreiseort. So kommen wir mal auch bis ins Meer oder so. Ich weiß ja nicht, ob es ein See ist oder ein Meer. Allerdings, eine Küste ist ja eher in Richtung Meer. Zumindest kenne ich es traditionell so. Sieht sehr nett aus hier. Du musst dich vorbereiten. Du bist sehr weit gekommen, aber noch ist es nicht vorüber. Und noch ist keine Zeit zum Ausruhen. Vieles hängt jetzt davon ab, wie du dich weiter verhältst. Diese letzte Prüfung wird die schwerste. Ja, das ist ja sehr schön. Aber kleiner Schutzengel, Quatschtütenfrau, hast du mitgekriegt, dass ich in den ganzen Wochen, wo ich hier auf Pandora unterwegs bin, einmal mich hingelegt habe und du redest davon, dass ich mich nicht ausruhen darf? Danke. Ehrlich, also das ist ja nicht zu glauben. Wir sind hier seit Wochen unterwegs. Ja. Was ist das? Achso, unsere Waffen. So, wir haben uns nicht ein einziges Mal hingelegt. Nicht ein einziges Mal konnten wir uns ausruhen. Es ging Stück am Stück. Es ging pam, 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 pam. Und die redet davon. Ich habe keine Zeit, sich auszusuchen. Wir sind jetzt einer neuen Herausforderung und steht uns bevor. Ja, ja, du stehst mir bevor, du Herausforderung, du Granaten bist.
Granatenmunition. Jetzt bin ich so euphorisch dabei, hier zu reden, dass ich vergessen habe, warum ich hier rausgegangen bin. So. Können wir uns die jetzt mal endlich kaufen? Ja, endlich können wir uns die kaufen. Ist doch schon mal was. So, dann noch die SMG, weil wir die ja jetzt brauchen. Schrotflinte, Rocket Launcher spare ich mir, Combat Rifle, Sniper Rifle auch noch und Revolver, Reaper Pistole, komm, alles bis auf hin, Rocket Launcher. So.